sind hier auf dem Dulda, der Marketing-Trendtagung, und wir reden hier über Vorzeigebeispiele, also Best Practice. Was hat Coca-Cola da zu liefern zurzeit? Ja, Best Practice ist etwas, was wir uns natürlich immer anschauen. Und doch einige Sachen auch aus dem eigenen Portfolio können darüber erzählen. Beispielsweise, wir haben Ende letztes Jahr Fanta neu lanciert. In dieser Kampagne haben wir uns sozusagen vorgenommen, in der Kommunikation das Marketing den Konsumenten zu übergeben. Und das haben wir so gemacht, dass wir wirklich User eingeladen haben, zu partizipieren an der Gestaltung der Marketingkampagne. Und in den Distributionskanälen haben wir uns auf einen neuen Weg geeinigt und entschieden, der eigentlich unüblich ist für uns bei der Coca-Cola bis anhin. Wir haben keinen Franken in die Above-the-Line-Kommunikation investiert. Wir sind nicht im TV präsent, wir haben kein Plakat gehabt. Es ist alles below the line investiert worden, ganz fokussiert und stark konzentriert auf Digital. Und dort sehr eng zusammengearbeitet auch mit Influencer. Das ganze Influencer-Marketing, das wir dort wirklich auf ein neues Niveau haben können heben, in einem engen Austausch mit zielgruppenaffinen Persönlichkeiten, wo wir mit ihnen zusammen die Repositionierung von Fanta gestaltet haben und auch umgesetzt haben. Und es ist so, wir haben nicht gewusst, ob das funktioniert. Das ist etwas, das wir auch nach innen haben müssen sehr stark verteidigen und kämpfen dafür. Aber das Resultat spricht eine eigene Sprache. Die Verkaufszahlen sind hervorragend, über dem, was wir uns erwartet haben. Und das hat bewiesen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und den Weg auch sicher werden weiterverfolgen. Und jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Wie wird Coca-Cola das künftig machen? Was ist Next Practice bei euch? Eben, Innovation ist etwas, wo man natürlich den Hauptfokus darauf gelegt haben. Wir müssen immer dort sein, wo unsere Konsumenten sind. Wir müssen uns mitentwickeln mit den Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten. Und das bedeutet auch, dass wir unser Portfolio, unser Produkteangebot kontinuierlich auch müssen, neu erfinden, weiterentwickeln. Sagen das neue Rezepturen, sagen das neue Produkte. Und dort haben wir die grosse Chance und das Glück, dass wir auf ein Portfolio können zurückgreifen können, innerhalb von unserem Konzern. Wir haben weltweit über 500 Marken mit über 3.500 Produkten. Ganz unterschiedliche, hochinnovative Produkte, die beispielsweise in Japan sehr gut laufen oder in Lateinamerika ein Erfolg sind. Sachen, die in Schweden, in Skandinavien neu auf den Markt kommen. Und dort haben wir den grossen Pool, wo wir uns auch bedienen können. Und eigentlich noch viel mehr von diesen Produkten gerne im Markt geben, im Schweizer Konsument oder Konsumentin anbieten. Die Herausforderung ist mehr, dort die Distribution sicherzustellen. Das heisst, die Verkaufskanäle können akquirieren, wo man dann die Produkte auch anbieten kann und für den Konsumenten erhältlich machen kann.